Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die letzten Male haben wir uns angeschaut, wie der muslimische Orient dem christlichen Abendland im hohen Mittelalter begegnet ist, und zwar in Europa, in Spanien, in Andalusien und dann vor allem in Frankreich und in Deutschland. Und wir haben gesehen, wie sich die Kulturen gegenseitig beeinflussten, wie sie Momente der anderen Kultur einverleibten und veränderten. Heute und die nächsten Male möchte ich weiter Richtung Osten gehen, in einen Kulturraum, der dann vor allem in der Neuzeit für Europa wichtig geworden ist, nämlich nach Persien, den heutigen Iran. Der Kontakt zu Persien, abgesehen von dem Kontakt im ersten Jahrtausend vor unserer Zeit, Alexander der Große, Eroberungen und dann auch zur Zeit der Sassaniden, also in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende, war Persien nicht im Blick Europas. Der Kontakt kam dann erst in der Neuzeit wieder, aufgrund folgender geschichtlicher Ereignisse. Die Osmanen hatten 1453 Konstantinopel erobert und damit ein Großreich geschaffen, was den Landweg von Europa nach Indien unmöglich machte. Indien, was ein wichtiges Handelsland für Europa geblieben ist, gewesen ist. Und nun begann ja die Zeit der Entdeckungsfahrten, die Neuentdeckung von Kontinenten, Afrika, schließlich auch Amerika. Und auf dem Wege nach Indien entdeckte man dann auch im fernen Osten ein sagenhaftes Reich, das Reich der Perser. Zu einem engeren Kontakt zwischen Persien und Mitteleuropa kam es dann aber erst zur Zeit des Kolonialismus und Imperialismus im 18. und 19. Jahrhundert. Auch die Ausbeutung der Rohstoffe Irans dauerte ja fort bis zur Errichtung des Gottesstaates 1979. Im Iran. Der Staat Iran wird seitdem im Westen als ein Glied auf der Achse des Bösen gekennzeichnet. So hat es 2002 George W. Bush genannt. Und bis heute besteht da ein großer Konflikt, politischer Konflikt, das wissen Sie aus den Nachrichten, zwischen eben dem Westen und Saudi-Arabien einerseits und dann eben dem Iran andererseits. Nichtsdestotrotz leben, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, ich war im Iran, leben die mittelständischen Iraner und auch die Oberschicht leben die USA. Und das hat zur Folge, dass in den USA, in Los Angeles, 1,2 Millionen Perser leben. Und allein Beverly Hills eine persische Bevölkerung von 20% hat. Und immer, wenn man Kontakt hat zu Iranern, auch in der heutigen Zeit, sind amerikanische Filme, amerikanische Mode und Gesang sehr, sehr beliebt und man schaut in die USA. Persisch ist eine indoeuropäische Sprache, keine afroasiatische Sprache, wie es zum Beispiel das Arabische ist oder das Hebräische oder die viele afrikanische Sprachen. Es ist eine indoeuropäische Sprache und es ist den Persern auch sehr wichtig, dass sie keine Araber sind. Freilich sind sie kulturell eng verschmolzen mit der muslimischen Kultur der Araber, die ja eben im 7. Jahrhundert Persien erobert haben und lange Zeit dieses Gebiet dominiert haben. Aber bis heute legen
die Perser, die Iraner einen wirklichen großen Wert darauf, nicht Araber zu sein. Und man kränkt sie sehr, wenn man einen Perser sagt, du kannst doch Arabisch, du bist doch Araber. Dazu kommt, dass die Iraner ja seit dem 16. Jahrhundert spätestens Schiiten geworden sind, während die Araber in der Regel die arabisch dominierten Völkerkulturen Sunniten sind. Die klassisch schöne Literatur Persiens wurde bei uns dann eben auch in der Neuzeit erst und vor allem ab dem 18. Jahrhundert bekannt. Und dazu gehört in erster Linie das Königsbuch, das Geschichtsbuch von Ferdowsi, das Schachnameh. Und es gehören Autoren dazu wie Hafiz, Saadi, Rumi, Omar Khayyam, die ich Ihnen auch die nächsten Male vorstellen möchte. Heute ist also das Buch der Könige drin, das Schachnameh, die mythisch historische Geschichte der persischen Könige seit Schöpfung der Welt. Geschrieben hat es Firdausi, Abdul Kasim Mansur Firdausi, Firdausi, das heißt der Paradiesische, geboren 940, gestorben 1025 im nordöstlichen Iran. Er war der Sohn kleiner Landadliger, vermögend, hat eine gute Erziehung genossen, die sowohl das Persische als auch das Arabische umfasst hat, und hat nun sein Buch in Pahlavi geschrieben, der Literatursprache der kurz davor herrschenden Sassaniden-Dynastie. Aus diesem Pahlavi ist dann das Mittelpersisch geworden und das heutige Neupersisch. Geschrieben hat er in einer Zeit, also im 10. beginnenden 11. Jahrhundert, als das große Reich der Araber schon in dieser Gegend am Zerfallen war und es sich auflöste in einzelne Regionen, die von unterschiedlichen Dynastien beherrscht wurden. Und so haben wir im Nordosten die sogenannte Samaniden-Dynastie, die sich auch von der Tradition in Bagdad stark abzugrenzen versuchte und die eigene persische Geschichte hervorhob. Man knüpfte an die vorislamisch-persische Zeit und das war genau die Zeit, in der Firdausi nun eben sein Königsbuch geschrieben hat. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung: Im 7. Jahrhundert haben arabische Clans, muslimische Clans eben den Iran erobert und eigentlich eben auch die nicht-arabische Bevölkerung unterdrückt oder zumindest nicht als gleichberechtigt empfunden. Und dagegen lehnten sich dann diese Kulturen auf. Und genau das ist die Zeit, in der wir uns befinden, als Firdausi sein Buch geschrieben hat. Das Arabische war die Sprache des Korans, aber die eigene Tradition war eben zum Beispiel die persische. Firdausi beschließt nun in dieser Zeit, so ab 976 folgende, ein Geschichtsbuch zu schreiben, das die Geschichte der persischen Könige umfasst, der Schahs, und das ist das eben das Schahnameh, das Buch der Könige. Beginnend einsetzen tut dieses Buch in der mythischen Zeit und führt dann fort, geht dann fort bis in historische Zeiten, bis zu den letzten Schahs, kurz vor der arabisch-muslimischen Invasion im 7. Jahrhundert. 1012 hat er das Werk abgeschlossen, übergab es einem Schah. Nun hatten sich aber die Zeiten geändert und der Schah, dem er das Werk übergab, schätzte das Arabische wieder und war auch ein Sunnit, während Firdausi ein Schiit gewesen ist. Firdausi erhielt daraufhin nicht die Summe, die man ihm versprochen hatte, und er war so empört über dieses geringe Geld, was er erhielt,
dass er es als Trinkgeld angeblich an einen Badewirt und einen Schankwirt verteilte. Ferdowsi musste fliehen. Daraufhin wurde der Schah auch von Reue geplagt und wollte nun Ferdowsi gebührend entlohnen. Aber als der Lohn eintraf, war Ferdowsi schon tot. Schahnameh, das ist das persische Nationalepos geworden. Das Buch, das die Identität der persischen Nation beschreibt und eben auch ihre Identität gerade gegenüber den arabischen Nationen hervorhebt. Und das hat bedeutet, dass im 20. Jahrhundert unter den Pahlevis dieses Werk gebührend gewürdigt wurde. 1934 hat man ein Mausoleum für Ferdowsi im Iran errichtet und 1975 ein Festival zu seinen Ehren. Europa hat das Werk im späten 19. Jahrhundert kennengelernt in Übersetzungen. Das war eben die Zeit, wo die Europäer ausgriffen in den Osten und gerade auch die Ölressourcen Irans wichtig wurden für zum Beispiel die Briten. Das Schachnameh wurde ins Deutsche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übersetzt, ins Italienische auch in dieser Zeit und ins Englische 1905 von den Warner Brothers. Also, ein historisches Buch, kein Märchenbuch wie Tausend und eine Nacht, aber mit märchenhaften Elementen, vor allem was die mythische Vorgeschichte der persischen Könige angeht. Manche der Schahs wirken wie Gestalten aus dem magischen Bereich. Ferdowsi erzählt 62 Geschichten in 990 Kapiteln. Das sind fast 60.000 Verse, die er geschrieben hat. Und er verwendet immer das Wort Iran und nicht Persien. Es beginnt mit einer Einleitung von ihm und dann kommen 50 Königsbücher, die man in drei Teile normalerweise aufteilt, also in einen mythisch-prähistorischen Teil, das sind die Bücher 1 bis 13, in einen halbhistorischen Teil, die Bücher 14 bis 19 und in einen historischen Teil, die Bücher 20 bis 50. Das reicht dann ab der Zeit von Alexander dem Großen bis zur arabischen Invasion im 7. Jahrhundert. Es endet mit einer in seiner Echtheit umstrittenen Satire auf den gasnavidischen Herrscher, der eben Ferdowsi auch so übel mitgespielt hat in seiner Entlohnung. Das Werk beginnt mit einer Anrufung Gottes und dem Preis der Vernunft und des Wissens. Das finde ich doch ganz bezeichnend für diese Kultur. Vernunft und Wissen wird ganz stark betont. Dann kommt es zur Weltentstehung, zum Lobpreis des Propheten und zu einer Widmung an den damaligen Sultan von Ghazna. Dann kommen die ersten mythischen Könige, der erste König der Welt, der in Frieden mit der Natur gelebt hat, und dann der Einbruch des Bösen durch Ahriman. Der Hintergrund ist die zoroastrische Religion, die ja in Persien bis heute noch erlaubt ist und eben aus der vorislamischen Zeit stammt, aus dem so weit ersten Jahrtausend vor der Zeitenwende. Mit den großen Göttern Ahura Mazda, seinem Gegenspieler Ahriman und den Feuertempeln, die man überall im Iran heute noch findet. Und dann folgen die auf den ersten König folgenden Geschlechter, die nun die Kulturleistungen der Menschen bringen, also die Zivilisierung der Menschheit, die Entstehung der Werkzeuge aus Metall, die Spinnen- und die Webkunst, die Pferdezucht, Falkenzucht und die Schreibkunst. Und dann große, große Herrscher, deren Namen jeder im Iran, jeder gebildete Iraner kennt. Jamschid, der 700 Jahre regiert haben soll, das goldene Zeitalter des Iran, in dem die vier Stände entstanden sind.
der Priesterstand, die Krieger, der Bauernstand und die Handwerker. Weitere Künste entstehen in dieser Zeit, wie zum Beispiel die Waffenschmiedekunst, aber auch das textile Werken. Jamschid geschieht es, wie es vielen erfolgreichen Regenten geht. Er wird überheblich. Es kommt zu seinem Fall. Er wird ermordet durch seinen Sohn, den ein Iblis, ein Teufel, verführt. Revolten und schließlich am Ende dieser Revolten der Aufstieg Feriduns zum Schah, auch ein berühmter Name im Iran, ein Nachfahrer des Jamschid. Feridun hat dann drei Söhne, für die er das gesamte Reich Iran aufteilt. Den Westen, Rum, erhält der feige Sohn. Den Osten, Tur, erhält der mutige Sohn. Und Iran, das erhält der schlaue, der edle Sohn. Nun, dieser Sohn Iran wird erschlagen und in der Folgezeit eigentlich weit in die historische Zeit hinein werden die Kämpfe zwischen Iran und Tur, also zwischen dem großen Reich Iran und dem Osten, geschildert. Diese Kämpfe gehen eigentlich bis in die Zeit der arabischen Invasion. Erst dann werden sie abgelöst von Kämpfen mit dem Reich des Westens, mit dem Reich Rum. In der Folgezeit werden große Geschichten erzählt von großen Schahs, große Lebensgeschichten, Liebesgeschichten. Der Wundervogel Simurgh spielt eine Rolle. Die ganz berühmt im Iran, die Liebe zwischen Zal und Rudabe und deren Sohn Rostam und seiner Geliebten Tamine. Rostam wird der Herakles der Iraner, ein großer Held in dem episch-historischen Teil. Rostam und sein Ross Raksh, was so viel wie Blitz bedeutet, und sie vollbringen wahre Heldentaten. Das Pferd tötet zum Beispiel schon ganz allein einen Löwen. Rostam tötet einen Drachen. Es gibt schöne Feen, die sich als grausame Hexen entpuppen. Es gibt Dämonen. Es gibt unendlich viele Geschichten, in denen Rostam seinen Mut und seine Kraft beweisen muss. Rostam ist der Held der da regierenden Schahs. Da sind ein paar Namen, die auch im Iran immer bekannt sind, die Kekavus, der Zweite zum Beispiel. Das ist ein ganz bekannter König und seine Liebe zu Sudabe. Es werden Jagdorgien geschildert, Liebesgeschichten, wie gesagt, und dann eine Episode, die wir so vergleichbar auch in unseren germanischen Heldensagen haben, nämlich ein Zweikampf zwischen Vater und Sohn, zwischen Rostam und Sohrab. Und der ist ganz, ganz berühmt im Iran. Und ich habe selbst eine Lesung dieses Zweikampfs in einer Kneipe in Teheran erleben dürfen. Das missgünstige Schicksal will es, dass der Vater und der Sohn aufeinandertreffen und der Vater den Sohn töten muss. Wir haben im germanischen Bereich solche ähnliche Parallelen, auch im keltischen Bereich. Bei uns ist es das Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert, also ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, ein Jahrhundert früher als Firdausis Schahnameh, was eben auch das Aufeinandertreffen von Vater und Sohn schildert und die Tötung des Sohns durch den Vater, weil es um die Ehre geht. Im keltischen Bereich ist das das Aufeinandertreffen von Cocholin und seinem Sohn Connla, eine Episode, die im Rinderraub geschildert wird. Wir sehen also, dass es im vorislamischen Persien
große Parallelen gibt auch zu Erzählungen, die wir in Europa kennen und dass ganz offensichtlich in der Frühzeit die kulturellen Unterschiede vielleicht gar nicht so groß waren, wie das dann in der späteren Zeit der Fall wurde. Rostams Sprüche sind berühmt im Iran, zum Beispiel einer: Mein Helm ist meine Krone und Raksch ist mein Thron. Ich bin frei und diene niemandem außer Gott allein. Weitere berühmte Schahs folgen: Khosrau, der Erste zum Beispiel, der einen Becher hat, in dem die ganze Welt gespiegelt gesehen werden kann und der bei seinem Tod vom Engel Sorosch, das ist der Erzengel Gabriel, in den Himmel entführt wird. Schließlich kommt es in dem Schachnameh zur Schilderung, wie Zarathustra am Hof der Schahs erscheint, wie der König bekehrt wird. Man fragt sich, was für eine Religion hat es denn vor den Zoroastriern gegeben? Das ist eine offene Frage. Der Tod Rostams wird geschildert durch Anhänger Zarathustras und schließlich die Geburt Iskanders. Das ist Alexander der Große. Und im Iran heißt es, er sei ein Halbbruder eines persischen Schahs gewesen. Und das macht es für die Perser etwas einfacher, die großen Siege des Griechen, des Hellenen Alexanders zu ertragen. Die Achämeniden-Dynastie wird geschildert in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor der Zeitenwende, die Partherherrschaft. Und dann kommt eben die Schilderung der Sassaniden-Dynastie, also ab dem 3. bis zum 7. Jahrhundert, die eben wirklich in die historische Zeit hineinreicht. Das Schachnameh ist das iranische Königsbuch geworden und schildert einen Zeitraum, der eben lange vor der arabisch-islamischen Eroberung sich ausgedehnt hat. Viele Königsgestalten werden geschildert. Das goldene Zeitalter des Irans. Heroen wie Rostam, aber auch wie Sohrab. Zaubergestalten wie Drachen, Zauberpferde, Zaubervögel, Feen und Hexen. Bösewichter. Sehr, sehr viele Schlachten, Morde, Kämpfe zwischen Gut und Böse und große, große Liebesgeschichten, die man auf den Bildern im Iran immer wieder auch findet. Und kein Wunder, dass dieses Buch für den Iran politisch so bedeutsam geworden ist und gerade im 20. Jahrhundert eben eine ganz große Wertschätzung gefunden haben. Bis heute ist es eins der wichtigsten Bücher, was jeder Iraner in der Schule kennengelernt hat und kennt. Und bis heute spielt es eine gewisse Rolle, dieser Kultur, dieser schiitischen Kultur, in ihrer Auseinandersetzung mit den arabisch-islamischen Nationen, mit den Sunniten. Also das ist das Schachnameh von Firdausi um 1000 herum geschrieben.